Herzlich willkommen zur Weihnachtsfeierkarte auf dem Marsch. Wir werden als erstes beginnen mit unseren Tieren füttern und ob sauber halten. Wir werden als erstes mal unseren Schweinestall kümmern. Nee, das geht nicht. So, und den Dreck wegnehme ich gleich und mal ich verfüttern. Gleich wieder füttern, auskippen. Ne? Und wieder parken. Ne? So, gleich Futter geben. Wasser, gleich Wasser, Wasser, Wasser. Wir haben zwar jetzt eine Notversorgung da, Pumpe. Aber wir wollen ja Frischwasser haben, ne? Immer schön voll. Sollten wir mal vergessen haben, Wasser zu geben, kriegen die Pumpe von Seasoned automatisch Wasser bei 50%. So. Und so ein Stück Futter. Mal kurz reingucken. Sahne-Menü. Der Seasons. So, Schweine, passt. Haben wir schon mal Jungtiere. Das heißt, falls wir Jungtiere haben, müssen wir noch einen Stall haben. Aber noch nicht. Aber es soll bald soweit sein. 0,1 ist bald soweit. So, Kühe. Station. Wasser 100 sauber so eh. Wasser nochmal einfüllen. Futter nicht unbedingt. Futter reicht noch. Machen wir jetzt mal fix. Kühe, Wasser, Futter reicht. Was ist los? So leer mir. Grund? Protest? Gras haben sie auch, das ist gut. Ah, alles okay, alles okay, alles okay. So. Schauen wir noch machen können. Karte, Übersichtskarte. Wir waren bei den Düngen bei gewesen. Düngen heißt, den da wollten wir hin auf 24 und den haben wir die Wiese gedüngt. So, dann legen wir starten. Dann gehen wir gleich auf den nächsten Traktor. Wo ist er? Den fahren wir fällt nur 24 oder 25 gleich. Den starten wir auch gleich. Der hat sich kurz nicht geladen, das ist richtig typisch. Ja, nehmen wir mal einen Helfer, sollte aufklappen. Sehe ich mal an, ne? So. Und den fahren wir halt Richtung. Ja. Lenkung geht nicht. Aber gleich. Der steht ganz kurz und dann geht auch nicht los. Auch Reifen sehen wir, denke ich mal. Hoch ist zu sehen. So, Lenkung auf. Gut. Wenn wir einklappen, die Falte. Rücken sollten keine kommen normalerweise, aber man weiß. Wo uns die Wege hinschlagen. Ja, Palettennummern verkaufen. Und in idealerweise müssen wir noch Holz ranholen fürs Sägewerk. Damit die weiterarbeiten können.
da ein bisschen Kleingeld reinkommt. Die Lage wird noch ein paar Tage brauchen, mindestens einen Tag noch. Mindestens, ich glaube, das mehr. Gestern waren es 38 Stunden, jetzt haben wir ein paar Stunden gegangen. Das ist früher als 7. Ich hoffe, die Musik ist zu hören. Ja, bei mir ist sie ein bisschen, also ich höre sie fast gar nicht. Aber letztes Mal war die Musik zu laut gewesen, beim Touring gerade, war zu laut. Das ist aber ein bisschen anders in Steuerung, denke ich mal. So ist es mir aufgefallen, dass wenn ich rede, die Musik leiser wird, ein bisschen. Und dann, wenn ich nicht rede, die Musik laut wird. Woran das liegt, ob ein Update von OBS Labs ist, weiß ich nicht, kann sein, wirklich. Sieht aus die Leistung. Oh, es geht. Die Ballenpresse noch da, die müssen wir auch noch. Müssen wir hier oben anfahren, da hinten ist ja wieder ein Deich. Muss man eigentlich tiefer holen, den Deich. Und zusammenlegen, die Felder. Ein bisschen einfacher machen. Sonst die Kale, die wollen wir komplett verkaufen. Als Geldquelle, die brauchen wir so nicht. Oder können wir als Futter nehmen. Oder wurde eigentlich nur Dings vorgesehen ist. Weizen, Gerste, Mais. Raps kann man auch noch nehmen. Unser Hopfen. Hoffen wir mal, dass wir den ernten können. Aber jetzt sehe ich mal, guten Weg ist dazu. Also, das ist sehr wahrscheinlich, dass wir ernten können. Und den Fehler mache ich nicht nochmal mit Schlafen, also im Spiel, ne? So schlafen schon. Ich habe gestern auch die Aufnahmen abgebrochen. Die Müdigkeit war einfach zu groß. Das Tolle ist heute ein bisschen. Okay, kann man nicht sagen. Ich muss heutzutage die Folgen fertig machen, damit ich heute noch bearbeiten kann und morgen fahren wir da hochladen. Das ist. Naja, Pflicht kann man nicht sagen, aber halt. Notwendig. So. Mal gucken, was der macht. Hier Gras. Wachstum. Ja, gut, da ist er fast fertig. Da wird jetzt gedüngt, da ist fertig. Da ist der Rest. Mais wächst. Feld 19 wollten wir uns nach Möglichkeit kaufen. Oder 56. Tendiere aber eher für Feld Nummer 19, weil das dicht dabei ist. Dann wollte ich noch einen Stall bauen für unsere Ferkel nachher. Die Kühe haben ja schon einen zweiten. Ja. Da kaufen können wir nichts, haben wir nichts. Wir müssen mal sehen. Haben wir Hackschnitzel? Wir haben Gärreste. Haben wir schon was reingekippt gehabt? Ach, wir hatten ja Ball mal gekauft. Stimmt ja. Schweinefutter. Achso, haben wir im Lager. Okay. Haben wir mal gekauft, so viel gehabt, dann haben wir entsprechend da reingekippt. Holzstamm, ja, das haben wir nicht. Ich bin persönlich zu weit realitätsfern. Also Holzstämme kann man sehen so nicht benutzen. Was wollte ich machen? Achso, wir gucken wegen. Ja, LKW. Wir kaufen von. Damit wir flüssig bleiben, ne? Flüssigkeit heißt in dem Sinne, dass wir ein Mittel kriegen. Gelder. Das Ding ist auch voll.
Aber Pellets ist nicht ganz so wichtig. Das würde ich gern verkaufen, wenn. Entweder weil wir kein Geld mehr haben oder. Oder. Das ist bekannt. Ja, wegen kein Geld. Das ist der erste Grund. Einziges Grund. Ansonsten würde ich gerne da behalten. Oder wie oder wenigstens umlagern. Irgendwo hinstellen. Damit wir Platz haben für neue Pellets. Ansonsten verkaufen würde ich jetzt eigentlich nicht machen wollen. Weil im Sommer sind die Preise irgendwie nicht irgendwo im Keller, ne? Wir heizen jetzt auch groß. Also kauft doch keiner. Gut, normalerweise schon, also. immer im Sommer gekauft, wenn es billiger war, ne? Heizöl, Stichwort, ne? Oh, das trifft heute ja nicht mehr zu, in dem Sinne. So, da sind wir wieder. So. Ein bisschen zurückfahren. Und abladen. Oh, es klingelt die Kasse. So, jetzt haben die wieder Paletten da. Jetzt holen wir den Rest und dann holen wir nachher nochmal Bretterpaletten. What? 100.000 nur? Ja, immerhin. Immerhin 100.000. Lohnzahlung haben wir auch gezahlt. Hier mal kurz überlegen, wir sind verkehrt hier. Beziehungsweise. Wir müssen jetzt hier abbiegen. Aber wir müssen mal schauen, unsere LKW, unsere Fahrzeuge, die fertig sind. Dass man die freistellt. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe mal einige Parcours selber eingefahren, teilweise im Hof. Aber Autodrive habe ich nochmal neu runterladen müssen vom Motorster. Weil ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Keine Ahnung was. So, der ist fertig, der fährt zurück. Der wird gleich am Weg stehen. Der ist mit zurück zur Werkstatt. Dann ist es auch Problem erledigt. Den lassen wir da erstmal. Den werden wir einsteigen. Lassen. Löschen. Und den Hof. Stopp. Der war schon zusammengeklappt. Gut, ne? So. Das läuft. Und der. Ich
Hier ist das gleiche Problem, was ich vorhin, aber hier müssen wir so warten. Weil wir haben ja noch Feld Nummer 24. Junge, der muss auch noch gedüngt werden. Und dann schickt die alle zurück. Aber macht nichts. Wir haben irgendwas geahnt. Hier haben wir hat nicht eingeklappt. So. Dann Kursgenerierung für Feld Nummer 24. Da haben wir es gemacht. So. Lassen wir mal ein Fahrgewende. Sollte auch funktionieren. So, unser LKW. Jetzt holen wir den Rest. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winkel. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.